Der hat doch manchmal so ein schönes Schwert, wenn man dann selbst die Vorboten beschwören kann. Stonisches Siegel der Bindung. Siegel, die von Stons Kult benutzt werden, um mächtige Kreaturen an das physische Reich zu binden. Weil ich schon vorher einen Drop bekommen habe. Ja, Glückwunsch. Ja, ist doch schön. Ja, Glückwunsch. Deswegen. Willst du einen Geburtstagskuchen? Warum? Ich habe keinen Geburtstag. Aber heute ist dein Nicht-Geburtstag. Also fröhlich Nicht-Geburtstag. Danke. Glaube ich zumindest. Ich soll Bücher zerstören. Bücher egal zerstören. Junior Explorer? Habe ich jetzt so und so viele Kisten geöffnet? Ja. Das sind ja die Kisten, für die man. Kisten? Truhen, für die man Achievements bekommt. Stonische Ketzerei, Seite 3. Haben wir schon vorher irgendwelche anderen Seiten? Weiß nicht. Keine Ahnung. Glaubt, meine Brüder, lasst euch durch euren Glauben beschützen, denn für die Chitoner ist er wie Salz auf der Wunde. Bewahrt euren Glauben, denn er bestimmt euch. Verabscheut die Schrift des Ketzers, denn seine Texte sprechen von Lügen und Betrug. Die Starken des Glaubens werden als Helden besungen werden. Die Schwachen werden für immer vergessen sein. Forever. Ja, wenn er das meint. Ja, du darfst. Oh, bische Brustrüstung, Jacke des Herolds. Position. Finesse-Erfassung. Warum nicht? Das soll weniger Schaden verursachen, aber bessere Rüstung und Widerstände. Unser eine von drei Setteilen. Was sogar Shift-Rollen hängen. Schau mal, das an, ich habe links und rechts an der Ecke Shift-Rollen dran. Shift-Roll der Alten? Musst du aufpassen, Bananen, wenn du liest, sonst erblindest du. Das sind vier Shift-Rollen. Na gut, jetzt sind wir natürlich fertig. Gut, dann können wir zurück nach Homestead, Sachen verhökern. Homestead-Do! Ich muss gar noch Komponente entfernen von meiner alten Jacke. Homestead-Do! Da oben. Da benutzt Chicken einfach eiskalt Rappis Portal. Nee, nee, nee. Unverschämtes Ding. Oh nein. Hab doch Hallo, Mr. DLC-Typ, den wir bis zum Rest des Spiels ignorieren, zum Hauptspiel schicken. Der heult bestimmt jetzt schon. Oh nö, den beiden nehme ich nicht ernst. So. Kann halt passieren, ne? Der schuld, glaube ich zumindest. Er glaubt, Ja, ich tue es halt. Feuerball. Bis 28 stärker. Weniger Schaden. Nur ein Feuerschaden. Feuerschaden 20%. Angriffsgeschwindigkeit. Minus 266 Schaden pro Sekunde. Was? Da ist also. Ja, hier ist er vorbeikommen, muss aber nicht schnell Popo schlagen. Oh. Glaube ich, machst du so einen persönlichen. Manche Leute nennen Frauen auch Nahpüppchen. Durch solche Bomben. Mehr Kiefernknochen mit der. Ach, ich geh einfach nach Devil's Crossing. Oh, diese starke Fähigkeit.
heiliger Schlag. Greife deinen Gegner mit einem verheerenden Schlag an, der hier wieder Sternsfähigkeit schwächt. Faszinierend. Dann schwächt du mal. Weiter Knochen. Ja, auch ein interessanter Effekt. Ich wollte ja das erstmal benutzen. Was ist eigentlich Erfahrung? Kann ich das an einem anderen Charakter weitergeben? Hier, Schmugglertyp. Mr. Smuggler. Oh, maximal 6000 Schaden verursacht. Sehr schön. Oh, was schicken wir eigentlich hin? Devil's Crossing. Achso, okay. Ich habe mich gewundert, warum ich nicht mehr auf die Minikarte singen kann. Oh nein. Chicken voll unsichtbar gewesen und so. Glaube ich nicht. Und dann erschrecke ich dich. Nein. Denn ich schleiche mich von hinten an dich an. Oh nein. Und mach dann Buh! Oh nein. Wir ploppen, das macht mir von Angst. Nein! Ach, Jack, du bist schon so ein kleiner Fiesling. Weiß, der kleine Vogel ist so fies, der ist er. Ganz kleinen Trollen einen Fälsch am Fenster. Ja, wie kleine Blaumeisen, die trollen ein Fenster. Auf Toren schlafen nichts an, dann rum und dann klopfen die am Fenster, um Schlaf zu stören. Naja, wir können jetzt nur die Kanonen bergen, dafür müssen wir dorthin, wo wir letztes Mal hinreisen wolltest, also erkunden. Das haben wir, glaube ich, gesagt, lohnt sich noch nicht, das zu erforschen. Wenn wir später dann für die Nebenquesten müssen. Dann Sorge, wenn ich sage, wir sollten am besten noch nicht dahin, dann weil dann aus einem guten Grund. Ja. In Rappi ist das schon mal hingegangen. Der vorher, das verursacht uns Schaden. Da müssen wir schnell durch. Ja, eine gefährliche Domäne. Also im Titanquest wäre ich schon 30 Mal gestorben, weil ich skill ja keine Lebensenergie. Weg mit eurer Kanone. Eine gefährliche Domäne, wütend. Monster werden wütend und greifen schneller an, werden aber auch anfälliger für Angriffe. Minus 8, minus 5% Verteidigungsqualität, aber für plus 8% Angriffsgeschwindigkeit. Sie sind wütend. Dann stampfen sie wütend auf dem Boden. Oh nein. Yeah. Sehr schön. Rucksack. Den Inhalt des Rucksacks ausleihen, hust. Auf unbestimmte Zeit. Ist schon ein etwas langer Weg hier. Hm, Kristall. Immerhin werden die Begleiter nicht durch ein ETF vorher verletzt. Da ist schon mal was. Wäre auch merkwürdig, wenn Crow verletzt wird. Ich meine, er schwebt in der Luft. Schweben vor allem, Chicken. Er fliegt. Er schwebt beim Fliegen. Sonst noch hier irgendwas? Verdammt. Ich war nicht schnell genug. Ah, ich muss auch gierig sein auf den scheiß Kristallen. Okay, ich renne gerade zurück. Seitenschicken macht ein Portal für mich auf. Na gut, dann nicht. Ich schlachte gerade ein paar Gegner ab. Ach so. Auf dem Ätherfeuer, ohne das Ätherfeuer zu betreten. Ja, Mist, so schädlich.
Ja, für solche Fälle ist es gut, mal einen Stachel zu haben. Sind da noch irgendwelche Bogen? Naja. Da unten ist dein Grab, ne? Ja, ein Fähnchen. Das kann man sprengen, abchecken. Aber zwar sprengen, aber man sollte für später behalten, dass wir den zu so ein. Einer dieser besonderen Orte, mit für die man den Schlüssel braucht. Skelettschlüssel? Ja. Skelettschlüssel! Das ist ein ziemlich großer Ort, da brauchen wir schon eine ganze Session für. Ja, da sind ein paar Magier, die mit Herrschen genommen waren. Hinter dir ist auch noch eine Magierin. Checken, das ist von der Komponente. Das ist keine richtige Magie. Wieso? Ich verliere Mana. Also ist das Magie. Na gut, eigentlich. Nein, mit manch auch hier die. Na gut, meine Energieregeneration ist so schnell. Ich verliere eigentlich nicht wirklich. War schon klar. Energie-Regeneration, yay! Yay. Flatsch, da hab ich Kill einfach gestohlen. Boah, Chicken, ich hab so eine große Arbeit gemacht und dann kommst du her und zack, ne? Das wäre fies von dir. Immerhin ist Leute in Wasserstufe 3. Ich freue mich schon, wenn wir die restlichen Schreine für Devotion-Punkte haben. Man wird Chicken was ganz Lustiges kriegen. Chicken wird einen Clown kriegen? Oh. Ja genau, da kann ich Joker beschwören, weißt du? Meine Clown, ich wahnsinn Typen, der sich für einen Clown hält. Denkt mit euch hier, LT, ja. Da ist ja noch einer. Michigan Courtesy. Und Kürbisse, yay, Halloween. Ja, siehst du, ja, Halloween. Ja. Du hast sie voll Lebensgefahr sind. Im Mai. Geht's die Gegner mit dir? Nein, okay. Oh, keine Gegner zu töten. So, jetzt aber schnell durch. Und da hinten ist auch noch was. Wow, einfach mal aufgetreten. Irgend so ein Haufen. Ah, du kämpfst da hinten. Oh, der ist gegen eine Kalifornia. Hey, wenn man recht wenige Lebensenergie hat, hat man ja so einen richtigen Herzschlag. Ja. Siehst du Dämonen hier? Rausstreckend Zunge, ey. Ich weiß nicht, warum ich mich so schön süß bin, will ich aber immer Schnuffels nennen. Aha. Ja, Raptor mag Dämonen. Du weißt eh, wie sich wie Hunde benehmen. Raptor will also einen dämonischen Hund. Geckos. Bösen Vögleins, sie beschwören. Ja, Rappi tötet alles, bevor ich ankomme. Schon daneben zu stehen, tötet mich. Alter, das ist ja schon fast wie ein Titan-Quest. Ich gehe in den Raum rein mit Kerberos und dann ist Chicken plötzlich tot. Aber nur, weil vor mir direkt das Feuer spawnt. Beziehungsweise direkt unter mir in den Füßen. Feuer? Das ist ein Giftschwarm. Ja. Wie Giftschwarm? Feuer? Das war kein. Was soll ein Feuer? Das war kein Feuer, das war Gift.
Er schluckt mir Gift und er lässt sehr viel Gift aus dem Boden entweichen. Ist noch ein Kristall. Echt, wo? Und da. Da war ein Kristalle. Lass mal hier meinen Stürmbe und den Curtis die Platten machen. Oh, was haben wir da? Kristall auf. Ich gehe durch den anderen Bereich. Verdammte Tierfeuer ist sehr schlimm hier. Sollen wir vielleicht nicht so weit auseinander rennen? Ah ja, weiß nur, dass komische Obelisken am Schwiegericht das Boden verdorrt hat. Herold der Flamme. Das ist das Ding. Da ist ein Session, hast du einen Bericht vorgelesen, wo ein Typ als Obelisken. Wäre schön, wenn wir es kaputt machen, dass das ganze Feuer hier unten verschwindet. Jetzt hat sich das Ding befreit. Das macht Karussellfahrt. Irgendwie muss ich da jetzt an eins dieser Teilstücke von Walmart denken. Cleansing the Conflagration. Ja, dann cleanst du mal. Ich habe Angst, die Dinge einzusammeln. Keine Sorge, Co. halte ich ja. Restchen der Tierchen der Umgebung vernichten. Ja, wie gesagt, ich soll nicht mich trennen von ihm, aber selber rennt er ständig auch weg. Nee, 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 nee. Ein Baumstampf. Stampf. Er stampft euch der Baum. Ja. Oh nein, noch ein Thomas. Böse, schlechte Witze und so. So ein paar böse Ethereum-Monsterchen. Ja, hit drauf! Dynamit! Wir haben die ganzen Kanonen, die die brauchen. Na klar, das ist Dynamit. Ja, ich gebe die eh gleich. Was? Dies müsste die Kanone sein, die Waffenmeister Barrow erwähnt hat. Ah, dann beanspruche ich die mal für mich selbst. Genau. Und hier ist eine schöne Truhe. Ja, Rappis Logik. Anstatt dass ich das Dynamit aufsammle, sammelt er es auf, um es mir später zu geben. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst oder verteilt ist. Ich hab's gesehen. Ach so. Naja, also das ist erwähnt, nachdem ich gesammelt habe. Und eine kaputte Brücke. Ja, und ganze Ethereum-Feuer, ich kann mir nicht reparieren, hä? Das ganze Ethereum-Feuer, das Mistding da verbreitet. Was? Du hast diese Kanone von den Ätherischen zurückerobert. Die Schwarze Legion wird sie bald zurückbringen. Genau. Jetzt müssen wir zurück und Bescheid sagen, hey, wir haben das Zeug für dich gefunden. Viel Spaß damit. Man macht nur nicht so viele Löcher in die Wand. Nee, das mach oder Umgebung. Schon. Oder Krater in die Umgebung. So, Mr. Waffenmeister, wir haben da so ein kleines schickes Ding gefunden, das du vielleicht haben willst. Du bist noch heil, das bedeutet dann wohl, du hast nicht versucht, die Feuersbrunst zu betreten. Weise Entscheidung. Naja, about that. Ich war bei der Feuerbrunst und hab sogar die Kanone gesichert. Yay! Unglaublich, yeah. Du hast mehr Mut als Verstand. Aber ich will mich nicht beschweren, wenn diese Kanone wieder uns gehört. Ich werde ein paar Männer hinausschicken, um sie sofort zurückzuholen. Du hast der Legion einen großen Dienst erwiesen. Ja, ja, vielen Dank und gern geschehen. Blablabla, bla, bla, auf immer wieder sehen, blub. Oh je, nein, es ist blub. Handschuh mit einem Pluszeichen drauf. Der Apotheker. Sieht aus wie Jan. Echt? Hast du Handschuhe? Ich habe nämlich das Zeichen.
vorhin gesammelt. Hexenfeuer, naja. Was ist da? Was sehen wir? Jetzt schicken wir wohl eine Apothekerin. Ja, ich kann Drogen verticken. Gut, ich gebe mir noch das andere Ding des Apothekers. Schon das vorhin gesammelt habe. Ja. So, wir schon mal die Nebenquests abgeschlossen. Jetzt können wir dann direkt. Feuerschaden, Säureschaden, Verbrennungsschaden, Giftschaden, Geist, Angriffsqualität und Erfahrung. Hebe ich mir mal auf. Ich muss sowieso Level 47 dafür sein. Okay. Und da trage ich mein Set-Teil. Wann hatte ich Level Up? Also ich nicht checken. Als du mich aufgepasst hast. Vorher, als du die Aufgabe gegeben hast. Keine Ahnung, ich sehe ja so schlecht. Zwei Sachen von Rappi, drei Sachen von Rappi, sieben Sachen von Rappi, 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 Rappi. Und plötzlich hat es Blitze geregnet. Wie verfehlt. Wie verfehlt, das Ding steht doch.